Assalamu alaikum, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren wundervollen Tag hier aus Gaziantep in der Türkei. Wir sind mal wieder unterwegs, um kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken und zu verkosten. Und heute werden wir mal speziell die Innenstadt und das Streetfood von Gaziantep erkunden. Hinter mir seht ihr schon die Rauchwolken hochsteigen. Wir gehen jetzt einfach mal direkt rein und probieren einfach jeden Kebab und Dürüm und alles, was wir finden können, was ja, Antep so zu bieten hat, Freunde. Los geht's! Okay, Leute, legen wir los. Wir befinden uns direkt unter der Burg von Gaziantep und am Fuße des Berges finden wir Chigerci Mustafa. Ein kleiner Streetfood-Stand, aber auch mit Plätzen drin, mit Plätzen sogar auf dem Rooftop und allem, was dazugehört. Und wofür wir heute hier sind, heißt wie? Kavurma. Kavurma. Das ist so angebratene Leber, ins Dürüm reingeschmiert, kann man sagen, oder? Ja. Also auf jeden Fall saftiges Streetfood, Leute. Hujir Kavurma. 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 Da sind die verschiedenen Kebabs, Leute. Eine. Chicken. Et. Where from? From Germany. Germany. Welche Stadt? Ulm. Ulm. Ich habe 10 Jahre Frankfurt arbeiten. Oh. Und dann zurück. Familieproblem. Große Meister. Ja. Glück. Oh, Oster. Erkan. Erkan. Der größte Meister. Erkan. Erkan. Nice to meet you, Erkan. Ja. Teşekkür ederim. Einmal durch und hinten wieder raus. Wow, was für ein Laden, Alter. Rein, oben gibt's Plätze, unten gibt's Plätze, Innenhof, alles drum und dran, Alter. Was geht ab? Gehen wir einmal nach oben. Und dann weiter durch einen weiteren Raum und nochmal nach oben. Und wir sind auf der Dachterrasse. Oh. Und die Dachterrasse ist auch nochmal riesig. Einfach so ein großes L. Und am Ende sogar nochmal ein Grill für die oberen Plätze, damit das Fleisch umso frischer letztlich am Tisch ist. Da schaut mal, Leute. Oi, 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 alles da. Bruder, das sind die richtigen Eierlaufen. Das ist ein Ding. Cappuccino. Das stimmt. Oh, aber der ist frei auch stark, oder? Der ist echt stark. Den musst du, glaube ich, nochmal zurücknehmen. Boah. Der ist echt geil. Warum gibt's wieder Chicken? Wow. Ja, Leute, und das Essen ist schon am Start. Was haben wir hier Gutes? Aber da ist ja noch was anderes mit reingemischt. Also dieses Leber angebraten mit Zwiebeln, sehe ich, bisschen Paprika und einfach alles in so einem Topf, den wir vorhin gesehen haben, erwärmt und dann direkt aufs Brot. Man sieht auch, dass das Brot sich schon schön vollgesaugt hat mit dem Saft und eigentlich nur noch drauf wartet, mit Gemüse und weiteren Zutaten belegt zu werden, aufgerollt zu werden und gegessen zu werden. Hier haben wir ein bisschen Petersilie und Zwiebeln, Leute. Es gibt schön Frische in das Ganze. Ja, das Rotkraut sieht auch sehr fein aus. Und ihr seht schon, die Farben, wundervoll einfach. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir brauchen natürlich auch ein bisschen was Saures hier, eingelegtes Gemüse, Gürkchen auch dazu. Es gibt noch mal ein bisschen mehr Komplexität und natürlich auch Minze, wenn sie da schon so schön liegt, kann man nicht reingeben. Und Frische, die dazu kommt. Und wo wir bei Frische wären, ich würde sagen, eine Spritze Zitrone darf natürlich auch nicht fehlen. Und zu guter Letzt, Freunde, ein bisschen was vom... Ist Tzatziki richtig oder? Na, Tzatziki, aber das ist normalerweise tut man das nicht sein, das ist man separat. Darf man nicht? Aber wenn du willst, mach Freestyle. Remix, Leute. Und dann rollen wir unser Dürüm. Und das Brot, wie ihr sehen könnt, auch ultra weich und noch warm direkt vom Grill. Der erste Biss wird jetzt mal erstmal nur Brot sein, aber
Ich bin schon bis zum Inhalt durchgedrungen und diese Leber ist so cremig. Das ist so ein schöner Untergrund in deinem Sandwich. Und ich werde gerade so eingeraucht. Und diese Leber mit den Zwiebeln und dem Paprika drin, so schön würzig. Und es wird einfach eins mit dem Brot. Das Brot saugt es so schön auf. Und es ist beide so, einfach so schön weich. Zusammen mit dem frischen Gemüse einfach, das, so willst du deinen Tag einfach starten. Auf den Dächern von Gaziantep. Und schaut mal, wie schön prall. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so gut Leber gegessen. Leber ist ja schon für den einen oder anderen vielleicht nicht, aber für mich schon was Spezielles, rein geschmacklich. Und so gut, so smooth und so cremig habe ich noch nie Leber gegessen. Das ist wirklich sehr köstlich. Wie schnell ging es bei euch eigentlich, Mann? Was geht hier ab? So. Ich habe nichts reingemacht, ich habe nur sofort geräucht. Echt? Warum? Machst du nichts rein? Ich schmeckt ohne. Bist du der fleischige Typ? Hast du auch nichts reingemacht? Die denken sich so, was macht er da mit diesem. Warte, man, soll ich jetzt was reinmachen oder nicht? Auf jeden Fall. Schon, oder? Das kannst du schon machen. Darf ich das? Bisschen Pepperonis, Leute. Ein bisschen saucy. Bisschen juicy, juicy. Okay, nehmen wir uns mal die Chi-Köfte vor, Leute. Ja, ist auf jeden Fall eher die braunere Edition. Hatte ich noch nie so. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das schmecken wird. Ist gut. Ist gut. Let's go, let's go. Bye bye. Ey, was für ein geiler Laden einfach. Du kommst zurück hier runter in den Innenhof und hier gibt es einfach für alles eine Ecke. Dort hinten wird das Brot gebacken, die Bäckerei. Hinter uns werden die Paprika und die Kebabs aufgespießt. Da vorne ist die Chai- und Kaffee-Ecke. Oben kann man sitzen, so ein fetter Kronleuchter. Wunderschön einfach. Bye. Bye bye. Bye bye. Also erzähl noch mal was mit der Burg passiert ist, die wir hier hinter uns sehen. Diese Burg ist eine Gaziantep-Burg. Da früher, wo es in einem Weltkrieg war, war die Franzosen hier. Die haben die Stadt besetzt. Ja, die haben die Stadt besetzt und die Türken hier, die von Antep, kamen keine Unterstützung von den anderen Städten hier. Die haben es selber hier verteidigt und 9 Monate haben sie ohne Hilfe bekommen. Ohne Versorgung auch, gell? Ohne das Essen. Ohne Essen zu kommen. Und ja, das ist eine große Geschichte hier und ich kann euch empfehlen, wenn ihr in Antep seid, hier auf jeden Fall besuchen. Hier riecht es Geschichte. Sehr stark. Stabil. Und aus der Zeit ist auch das Tunnelsystem hier, womit auch sehr viele in der Altstadt Wohnungen verbunden sind, unterirdisch einfach. Kurze Geschichtsstunde, hast du gut gemacht. Ja, 16. Jahrhundert wurde Moschee gebaut. Oha. Man muss auch noch mal dazu sagen, dass Gaziantep einfach eines der ältesten Städte der Welt ist und so eben auch die Moschee hinter uns, die einfach seit 1600 hier steht. Alter, einfach die Mauern. Was, über 500 Jahre? Ja, Mann. Oder so 400. Ja, Mann. Das hat Spaß gemacht. Starke Leistung. Von Deutschland, ja. Oh, es hat am Nassen, ja? Ja, Allah, sag's am Nassen. Niemand schon gespielt. Ja, Allah, wir sagen, lernen wir es. Das ist der Herr, dem das Geldmuseum gehört. Oh, Salam. Aleyküm Salam. Gezdir, sen ne yapıyorsun? Hiç, arkadaşları gezdiriyoruz, yemek turu yapıyoruz. Ne yemek turu ya? Almanya. Almanya. Also, schau uns. Jetzt werden uns schon einladen. Können wir nicht nein sagen. Ja, Almanca unutmuşsun biraz ha. Biraz unut. Er war übrigens selber in Holland.
Deswegen ist er so gut drauf. Er hatte, glaube ich, Putin eine Dings geschickt. Smoky Vibes in hier. Ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber er hat so ein altes russisches Geld hatte er und das hat er anscheinend an Putin schicken lassen. Ist okay, auch angekommen krass, anscheinend. Fuck. Ja, Mann, er hat schon diese. In Holland also, oder? Bro, dazu muss man nichts sagen, glaube ich. Okay, also wie schon erwähnt, wir sind in einem Geldmuseum. Und die sind einfach, guck mal, die ganze Wand ist tapeziert mit verschiedensten Währungen. Fuck, da ist sogar noch so ein Baum mit Dollar Bills. Einer hat sogar Dollar verbrannt. Ja, es geht. Und einfach alles im Privatbesitz von diesem guten Herrn hier. Was geht, was geht? Was geht, was geht? Was geht? Million Dollar, Baby. Und auch wieder so ein Bro. Museum wird erweitert. Einer denkt, ich klaue das jetzt. Wie viel Geld schätzt er ist hier drin? Ja, Mann, das ist eine sehr gute Frage. Also er redet von Tonnen. 3,5 Tonnen Geld. Geld. 3,5 Tonnen Geld. Aber den Wert ungefähr hat er nicht. So in Dollar. Sagt er besser nicht, Alter. Ja, krass, ey. Schon spiritueller Ort irgendwie. Deutsches Geld. Deutsches Geld. Ja, Deutsch. Oh, Reichsmark oder was? Deutscher Reichsmark, ja. Millionen Marken. Soll er noch 50 Millionen. Gebt euch mal einfach 50 Millionen Reichsmark. Was geht, Alter? Sowas gibt's auch nur in der Inflation. Was muss passieren, dass ein Land einfach Millionen Geldscheine druckt, Alter? Was geht? Servus. Servus. Ja. Ist aber Spanien, glaube ich, oder? Russia. Russia. Russia Federation. Federation of Russia. Moskowa. Guck mal, da noch 1930. Da hatten noch vertikale Scheine. Ja, Mann. Also links. Budapest. Ungarisch. Frag ihn mal, wo er das Ganja hat. Er hat sogar ein Bäumchen. Aber das lassen wir uns nicht denken. Der nette Herr hat ein Bäumchen. Oh, das hört man da oben, seine Plantage. Da wachsen am Zirkel. Hast du? Was für ein Haus einfach. Escobar, ach so. Jemanden. Pablo Escobar. Ja. Ich habe Geld. Tabii, onlar önce de yanımda çalışırdı. Babasıyla arkadaşım. Yok, Allah'ın adına. Sonra da Karanca'da geldikten sonra 3 sefer oldu. Kirozo. Neredesin? Burada dedim dükkandayım. Ya dedi gelsene, başı yer. Ulan dedim sen başı yerli, tergemişsin. Es war nur für ein Foto. Aber. Geil, erwischt. Güle güle. Çok memnun oldum. Telefonum var. Ne kadar buradasın? Einfach alles. Ein Mann mit Geschmack. Bye bye. Bye bye. Komm bitte. Okay, danke. Bye bye. Bye bye.
Beşiktaş'a 1-2. Gel efendim, buyurun. Olmadı abi. Yes. Beşiktaş'a 1-2 olmadı. Niye ya? Fenerliyiz biz. Niye? O da takımımız. Ha, bu sene, o sene. Daha sonra mı den sollen essen lan? Ben atayım, Seiten auf Lukas. Okay, Leute. Es geht weiter mit Mittagessen bei Iman Chadas. Das ist ein sehr bekannter Kebab- und Baklava-Laden. Und der Laden scheint schon auch sehr berühmt zu sein hier in der Stadt. Sehr altes und auch, ich würde sagen, schickes Gebäude. Ein riesiger Raum. Und ganz hinten direkt ist die Küche. Man kommt rein und sieht direkt, was Sache ist. Feuer brennt. Spieße werden gesteckt, Leute. Sehr, sehr nice. Und dann geht man einmal durch den Raum, hinten hoch. Und man kommt in den Garten. Wie bitte? İki ayran. Kardeşim de bir gelsin de oğlum bilmiyorum. Was ist das? Bitte? Das ist mit Käse drüber und ich glaube Petersilie, oder? Okay, ne leckbeck. Und Ayran kommt. Ayran. Das ist der ultimative Ayran, oh, ja, Leute. Mann. Das ist nicht mal mehr ein Henkel das dran. Ist, das ist, ist ultimativ dick, Bro. Oldschool. Das ist dein Film. Ja. Schau mal, wie dick der ist. Das ist dein Film. Schau mal, wie dick der ist. Das ist Brot mit Käse und das ist Sesambrot. Okay, Leute, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Vorspeisen. Ich schnapp mir das noch. Das sieht als eine gute Kombinationsmöglichkeit zum Brot aus. Esme. Auf jeden Fall sieht es lecker aus, so nach einer Tomaten-Petersilien-Dip-Soße, die man jetzt perfekt auf dieses Brot schmieren kann. Und guck mal dieses Pide an. Sehr, sehr weiches Brot mit sehr, sehr viel Käse. Sehr, sehr, sehr saftig. Das ist jetzt schon fast eine Pizza, oder? Ja. Boah. Das ist eine Pizza einfach. Das ist einfach eine türkische Pizza. Das ist so käsig und so weicher Teig. Das schmeckt einfach wie Pizzateig. Mmh. Wundervoll. So, und dann nehmen wir hier die Nicht-Käse-Edition. Mit sehr viel Sesam. Dieser Tomaten-Petersilien-Salat. Und damit beladen wir jetzt unser Brot. Und damit beladen wir jetzt meinen Mund. Das Essen ist Killer. Das schmeckt so tomatig und süß, das könnte schon fast Erdbeeren sein. Das ist ein richtig geiler Salat. Das schmeckt so frisch und intensiv. Sobald du das im Mund hast, merkst du direkt, dass da was drin ist. Auch so schön ölig und essig und richtig gut. Was geht bei dem Lamajun ab? Bro, du siehst gar kein Brot mehr. Der ist einfach bedeckt und schön dünn. Wow. Der sieht schon krass aus, muss ich sagen. Schmeckt, oder? Sehr gut. Hast du das Esme probiert? Nein, noch nicht. Kennst du das? Ja, ich kenne es schon. Das ist richtig lecker. Was frage ich ihn, ob er das kennt? Das ist voll intensiv, gell? Schau. Du weißt, wie es läuft. Genau vor ihm steht eigentlich. Bro, do it. Warte. So wie der Bruder auf der kleine Bruder. Wow. Die Schale musst du dann. Ja, Freunde. Der Hauptgang ist auf jeden Fall serviert, der Tisch ist angerichtet, es stehen wieder einfach 5 Millionen verschiedene
Speisen und Teller am Tisch, sieht fantastisch aus, farbenfroh. Und der Stargast direkt hier vor mir, das sogenannte Ali Nasik. Da ist ein Adana-Kebab drin, liegt auf Joghurt unter Aubergine einfach. Was geht ab? Und nochmal bedeckt mit diesem geilen Fett, diesem geilen Öl. Und ich würde sagen, wir gehen ganz tief rein und nehmen Joghurt, Aubergine und Fleisch mit. Und ja, sieht einfach fantastisch aus, oder? Das ist halt schon Grillmeisterklasse einfach. So, besser kann man es nicht machen. Wie kann Fleisch, Joghurt, Aubergine, die Sachen passen so gut zusammen, dass wie, da ist der Ayran schon integriert. Du brauchst gar keinen Ayran mehr zwischendrin trinken, weil der Ayran ist da schon integriert in der Speise. Krass. Und ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt ein Brot dazu. Guck mal, diese Brote sind schon gemacht für, um Kebabs draus zu machen, beziehungsweise kleine Sandwiches. Schön Öl dazu. Schön Aubergine dazu. Guck mal, dann schnappe ich mir hier was von diesem Walnuss-Salat. Könnte harmonieren. Und rein. Wilde Geschichte. Noch was dazu? Oh. N ist der Feinschmecker. Ist aber viel, Bruder. Passt schon. Und rein. Das ist so lecker. Das ist unglaublich lecker. Boah. Es könnte nicht besser zusammenpassen einfach. Ein Traum. So, zweiter Gang. Und wir haben den für Antep bekannten Zwiebelkebab. Das ist ein auf dem Spieß abwechselnd gebraten mit Kebabstück, Zwiebel, Kebab, Zwiebel. Und die Antep-Zwiebeln ist auch was sehr Besonderes. Die sind schön klein und meistens schon mit Granatapfelsirup gebraten. Also schon ein bisschen Süße drüber. Dadurch werden die Zwiebeln noch frischer und süßer. Und Zwiebeln und Fleisch harmoniert halt auch einfach so gut. Und der liebe Enes, der wird uns jetzt zeigen, wie man mit diesem Zwiebelkebab einfach das richtige Sandwich zubereitet. Das machen wir. Ich hoffe, mein Deutsch, Bruder, Mann versteht dich. Alles gut. Okay. Willst du ein großes? Natürlich. Okay. Wir nehmen die Schale halt raus. Kommt der Fleisch dazu. Dünnes dazu. Machst du sehr schön. Auch ein bisschen Salz dazu. Jedes Essen in Antep muss scharf drauf. Richtig gut aus, Bro. Wunderschön, oder? Stark. Dann würde ich sagen, rollen wir den einfach ein. Ist einfach wie gemacht, passt perfekt. Was soll man da? Und rein, Leute. Zwiebelkebab aus Antep. Da brauchst du keine Soße mehr. Die Zwiebel bringt so eine Süße und so einen Saft rein einfach und bildet so einen schönen Untergrund, harmoniert so gut mit dem Fleisch. Diesmal ist hier Fleisch. Ja, Mann. Ja, Mann. Und die Kebabs auch so schön gebraten, so schön saftiges Fleisch. Und Enes hat es so gut gemacht, einfach das richtige Verhältnis aus Brot, Zwiebeln und Fleisch und Kräutern. Sehr stark. Das ist auf jeden Fall der beste Kebab, den ich bisher hatte hier in Antep. Mm.
Und noch als Zusatzinfo, der Zwiebelkebab wird hauptsächlich im Winter zubereitet und im Sommer macht man hauptsächlich die Auberginenkebabs, die wir gestern bei Abdul hatten. Antep-Geschichte. Also Leute, kommen wir zum Lamajun. Und wir haben hier so ein länglicheres Format, so ein Oval. Und wir kombinieren das jetzt mit Auberginen. Und die kommen jetzt hier schön in die Mitte. Schön in die Mitte. Ende sagt, ich brauche auf jeden Fall noch Zitrone. Dann kommt auf jeden Fall noch Zitrone. Überall. Lass keinen freien Platz. Dann kommen noch Kräuter, Petersilie, Salz. Bisschen scharf natürlich. Ja, okay. Und einfach drüber, hä? Hätte man auch selbst drauf kommen können. Dankeschön. Und auch der fühlt sich wieder extrem mächtig, weich, aber trotzdem leicht an. Und rein. Krass. Da ist einfach keine Stelle des Brots nicht mit Fleisch bedeckt. Und dann zusammen mit dieser Auberginenpaste, die noch mal ein bisschen Frische reinbringt in den Fleischberg. Wahnsinn. Das ist einfach wie eine Zimtschnecke, nur mit Fleisch. Guck mal. Lamajun Bun. Wenn die Welt ein Haus wäre, wäre Gaziantep die Küche. Da haben wir es, Leute. Ich habe gewusst, irgendwo steht das. Du weißt, was passiert. Was denn, Alter? So, Leute, wir sind wieder zurück auf dem Kupferschmiedmarkt. Der klopft Kebabspieße. Geil mit Platzierung, ne? Ich bin auf der Suche nach so einer Kupferpfanne, in der man Menemen macht und auch nach einer Baklava-Backform, Leute. Okay, Leute, der Stand sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir hier diesen Baklava-Backteller bekommen. Ich glaube, ich habe nur Lack. Baklava. Damit kannst du auch diese Havuc-Schnitte machen. Andere Größe? Noch kleiner oder größer? Kleiner. Oh, Habibi, die sieht schön aus, oder? Nagel auf dem Vierter. Ich möchte noch 25 Lira oder 30 Lira. Okay. Du kannst auch noch kleiner, glaube ich, haben. Nein, die Größe wäre perfekt. Das ist der Original. Okay, das wollte ich hören. Genau. Dann nehmen wir den. Okay, wunderbar. Also Leute, das ist die Beute. Eine Backform für das Karottenschnitt-Baklava, aus dem wir dann hier unsere dünnen Slices rausschneiden können. Und dann werden wir das Original Karottenschnitt-Baklava wie bei Nusret mit Eis in der Mitte nachmachen. Lasst auf jeden Fall mal rauchen in den Kommentaren, wenn wir das machen sollen. Merhaba. Menemen. Die sehen aber schön aus, oder? Was meinst du? Auch schön. Schaut mal. Mit Henkel. Kann ich? Komm. Was für ein süßer Laden. Die ist schon geil, die Pfanne. Oder du nimmst beide. Wo schon noch diese Rebs sind. Checkst du alles? Alles handgemacht, die Punkte, die du unten siehst. Hammer. Ich weiß nicht, soll ich so eine nehmen oder die klassischen? Die ist halt schon auch geil, um andere Sachen noch drin zu machen und so. Und how much is this? 130. Nabdenabe, ja. You script them? Das ist halt handgeschlagen und das ist halt maschinengeschnallt. Okay. Fazla. Garantie wie lang? Onlar Alman olabilir, ben Antepliyim yani hiç şey yok. Ich bin gerade am Verhandeln, er hat 140 gesagt, ich habe gesagt, gib für 100. 140 und 50 will er für die andere haben, oder? Genau. Sind wir 190. Er soll beide für 120 geben. Kisini 150'ye vereceğim mi? 150 für beide.
Kerir. Yok. Bunu alırsa 15 lira fark verir. Wenn du die nimmst, 15 lira mehr. Machen wir 160 fix, oder? Ja, 160 für die beiden. 160 alırız diyor ikisine. Hayır. Ben 5 lirasında değilim. De ki, sen Türk olsaydın Kayserili olurdun de. Wenn du Türkei wärst, wärst du safe aus Kayseri, weil die sind was Geld... Kayseri'de çok pazarlık, çok. Arkadaş YouTuber muydu? YouTuber. İyi, Allah işin iyidir, nasıl geldin? Sag ihm, wir machen Werbung für seinen Laden. Senin dükkan için bu mu? Evet. Sag er kann einen Gruß. Bir selam yollayabilirsin. Almanya'daki dostlara selamlar olsun. Çok güzel. Sen de çok güzel. Teşekkürler abi. İnşallah Allah nasip eder Müslüman. İnşallah. Özellikle. Irgendwann, hoffentlich wirst du irgendwann Muslim. Inshallah, 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 inshallah. Selamun aleyküm habibi. Aleyküm selam. İnshallah Müslim. İnshallah. İnshallah. Kolay gelsin abi. Güle güle. Bu sana hediye. Das ist ein Geschenk an dich. Bu ayran. Zum ayran trinken. Sana, kardeş sana hediye. Du musst immer mit vollem Einsatz dabei sein. Tamam, rica ederim. Teşekkürler, rica ederim. İnşallah yeneriz bugün, inşallah. So Leute, was in Antep natürlich nicht fehlen darf, ist Baklava. Die wahrscheinlich berühmteste Pistazien-Nachspeise auf der gesamten Welt. Und Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Das mit Walnüssen. Bu neyliydi? Kaymaklı baklava. Biz mit kaymak. Kuru baklava. Geil, bro, baklava kondom. The first baklava shop of the world. Wir befinden uns bei Gülüoğlu. Wie wir gerade gelesen haben, einer der ältesten Baklava-Läden oder wahrscheinlich sogar der älteste Baklava-Laden auf der ganzen Welt. So, ich würde sagen, ich starte mit dem Classic hier und auf Enes Empfehlung umdrehen und rein, oder? Ja. Auf die Zunge legen und schön zusammenquetschen mit dem Gaumen, dass alles... Dass du mit der Zunge die Überfläche schon... Schmeckst. Schmeckst, ja. Schon sehr, sehr saftig. Mega saftig, schön warm, schön butterig und auch einfach das richtige Verhältnis aus Pistazie und Teig. Das ist genug von dem Nussgeschmack, aber auch genug von der Süße, auch genug von dem Butterigen und auch genug von dem Teig. Dann geht's weiter mit Walnuss und schaut mal, wie die platzt einfach links und rechts raus. Und ich liebe auch diese dünnen Teigschichten, die zerbrechen einfach wie Glas, wenn du drauf brichst. Aber Walnuss ist schon auch sehr krass. Also Pistazie, klar der King, aber Walnuss ist schon auch, kann gut mithalten. Dann noch hier nur mit Kaimak, auch sehr, sehr interessantes Modell. Auch einfach rein. Mmh. Auch nice. Käse-Sandwich. Und dann haben wir hier noch diesen Stick. Der ist einfach nur aus dieser Masse. Crazy. Mm. Der ist auch geil. Der ist wie Cookie-Teig. Das ist einfach Teig, das so ist. Auch sehr geil. Oh no. Vielleicht kann ich ihn aufmuntern mit Baklava. Will er? Dann kriegt Dennis, willst du? Zeig kurz. Der weiß, wie es läuft. Ja. Das ist gut, jetzt hat sie die Kamera gesehen. Hallo. Hallo. Alter, oha, was geht hier? Hochzeit. Hochzeit, Hochzeit. Gehen wir mal? Hochzeit. Ich war fertig. Südische Hochzeit.
Das sind die Olivenbäume, oder? Oliven, verschiedene. Das ist Walnüsse, Oliven. Alles. Uff, uff, uff. Ja Leute, herzlich willkommen auf Emres und Enes' Landhaus. Und es geht los. Also wenn du ihn aufnimmst, nehme ich Geld. Merhaba. Merhaba. Oh, oh, oh. Hoş geldiniz. Ya, yaptıklarım. Merhaba. Lukas. Merhaba. Lukas, Lukas. Randy. Ja, Aubergine Kebab, wie bei Abdullah. Hm? Ja. Und da sind noch mehr. Da sehe ich Chicken. Noch mehr Spieße. Gemüse, Leute. Das hat mein Opa gehört, also hat ihm gehört. Und jetzt haben wir es bekommen und jetzt wird es halt renoviert. Club. Ja, ihr wollt ja hier einziehen, oder? Wir wollen hierher ziehen. Also das andere Haus wird dann vermietet. Das andere Haus wird vermietet, das wird halt renoviert. Oh, oh, oh. Der bellt schon wieder, der Hund. Das wird halt alles hier Terrasse, damit wir vielleicht im Sommer mal hier oben chillen können oder okay. So. Bu kapağını açayım da çeksin bari. Patlıcan, aubergine. Oh, oh. Antep kebap. Patlıcan kebap. Bei uns hier sagt man Balcan kebabı. Balcan kebap. Balcan. Kebap. Ich habe gecheckt, ja. Das beste Wedelmittel. Ein Deckel. Lukas Uster am Werk. Da schaut, der braucht noch ein bisschen. Der braucht auch noch ein bisschen. Hanım kızlar gibi tutma şöyle düzgün tut ya. So jetzt nicht so mädchenhaft das anfassen, sondern. Ach so. Warte, wir wollen wieder Bordeaux. Magst du Ich esse alles. Alles, alles. Ich will alles probieren. Ich liebe dich. Ich sie auch. Magst du Tomate? Ja. Acı ver ona. Chili gibi ich tatsın. Oh, ich mag es immer scharf. Es wird zweimal brennen. Aşağı yanına koy. Tamam. Ne o ne? Tomate oynuyormuş. Ne da? Also ihr seht, der Tisch ist vollgeladen. Die ganze Familie ist hier. Es gibt Salate, es gibt Spieße, es gibt Aubergine-Kebabs, es gibt Zwiebeln, es gibt Enes. Ja. Lukas, das ist auch selbstgemachte Brot. Magst du? Gerne, ja. Du kannst rummachen. Sieht fantastisch aus. Lukas, entweder dürüm oder so. Einfach rein. Ich mach Dürüm jetzt mit Aubergine. Okay, dann die Aubergine zerquetschen. Dann das Fleisch zerquetschen. Dürüm ist perfekt. Oh, willst du scharf? Ja, ein bisschen. Dankeschön. Tam, reicht, reicht. Ja, geht gut. Das wird ein bisschen. Bist du richtiger von Adana, glaube ich, oder? Bist du? Ja. Dann mach. Mama, Enes macht. Enes hat ganz. Schau mal, Enes macht auch unten zu, habt ihr gesehen? Ja. Danke, ich fühle mich da. Danke, ich halte unten, ja. Es tropft schon, normal. Tomate ist drin. Also, das hat sich schon Schlimmeres gewohnt. Ja. Du check it mal hin. Einmal, du Alman der Alman, Alman. Boom. Perfekt. Ja. Sehr lecker, perfekt. Onun annesi yarı Türk, yarı Alman. Und das Brot ist auch selbstgemacht, oder? Ja. Da brauche ich noch das Rezept dann. Rezept? Wie baklava musst du dünn aufmachen? Mahlzeit, Leute. Also, warum nur? Ach so. Ich versuche bis zum nächsten Mal, dass ich zumindest alles verstehe. Du.
Ja, Leute, wir sind wieder zurück, wo die Reise angefangen hat, bei Künefer-Hahn. Künefer steht am Tisch. Die ganze Gang ist versammelt. Aber höchstpersönlich. Herzlich willkommen. Abi çevirin ama. Welcome. Her yerde sırrını açma. Yedi yerinde yara var. Sekizinciyi desen açma. Kahvelerim künefandan, içerim durmadan, fincanlarımı kırmadan. Afiyet olsun. Kız fliegt ja auseinander. Also liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich glaube, wir kommen ans Ende unserer Gazi-Antep-Reise. Lukas. Gib mir dein Handy. Ich vertraue dir das, Lukas. Oha. Oha. Küss doch dein Herz mit. Teşekkür ederim. Bir resim çektirelim şöyle. Schau mal, Leute, einfach ein Lukas Künefer. Abi, danke. Teşekkür ederim. Ja, Leute, ich würde sagen, hey, besser könnte man das Ganze nicht beenden. Und ja, ich kann einfach nur Danke sagen. Ich kann Danke sagen an Emre für die Reiseführung und das Ganze, was er hat, alles organisiert einfach. Also ben gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. İki gün mükemmel geçti. Gaziantep için çok güzel şeyler yaptım. Erfreut dich kennengelernt zu haben. Es war super mit dir die zwei Tage und es war echt eine gute Sache für Gaziantep. Habibi. İnşallah yine görüşürüz, yollarımız kesişir. Güzel otururuz, sohbet ederiz. Seni evimde de ağırlamak isterim. İnşallah. İnşallah. Ich hab schon verstanden. Ich hab schon verstanden. Und ja, hiermit beenden wir das. Die Gaziantep-Reise, auch danke an Randy an der Stelle fürs Film, echt sehr, sehr stabil. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Macht's gut, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis bald. Peace.